Schützenberg wurde bis Anfang des 19. Jahrhunderts Galgenberg genannt. Hier wurden die städtischen Hinrichtungen durchgeführt und es stand mit Sicherheit auch ein Galgen dort. 1820 beschloss man dort ein Schützenhaus zu bauen, das am 18. Juni 1823 eingeweiht wurde. Seit dieser Zeit wird auch offiziell nur noch vom Schützenberg gesprochen. Von 1870 an erfolgten mehrere Um- und Neubaumaßnahmen, die sowohl die Außenanlagen als auch die Gaststätte und den Saal betrafen. Diese fanden im Jahr 1901 ihren Abschluss. Seither hat das Gebäude etwa das heutige Aussehen. Aufgrund der großen Freifläche richtete Mühlhausen am Schützenberg die Gewerbeausstellung 1903 aus. Wurde der Saal nochmals vergrößert und bot so nun über 700 Personen Platz. Im Jahr 1945 wurde der Schützenverein verboten und enteignet. Ab 1947 war Paul Schlenker der Treuhänder und 1948 wurde das Gasthaus Schützenberg in Volksgarten umbenannt. Danach für allerlei kulturelle Veranstaltungen genutzt, bekam es 1973 den Namen Zentrum der Jugend. Bis 1990 auch als Mekka der Mühlhäuser Jugend bezeichnet, wurde das Haus nach der Wende geschlossen und verfiel zusehends. Eigentümer war seit 1990 wieder der Mühlhäuser Schützenverein. Nachdem etliche Verpachtungsversuche fehlgeschlagen waren, konnte mit gesicherter Finanzierung das Haus grundlegend saniert werden und am 20. März 1998 feierlich wieder eingeweiht werden. Leider musste das Objekt im Jahr 2002 verkauft werden. Der neue Besitzer sanierte nochmals Haus und Saal und verpachtete die entstandene Großküche 2005 an die Behindertenwerkstätten Mühlhausen.